Drop this bass. Damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Tagged Legends mit mir, dem Kirsch. So, bei mir ist jetzt einige Zeit her, wo ich hier auf dem Server war, also wo ich aufgenommen habe, und dann habe ich mal ein bisschen offscreen was gemacht. Das lasse ich hier allerdings wieder abreißen, weil das wird noch anders gemacht. Jetzt hatten wir ein schönes langes S, das musste nicht unbedingt sein. Okay, aber auf jeden Fall hatte man mir in den Kommentaren geschrieben, dass ich mal eine Schreinerei machen müsste. Und dann musste ich erstmal googeln die Übersetzung. Natürlich war es der Carpenter von Forestry for Minecraft. Okay, der Carpenter, der ist irgendwo hier. Wo versteckt er sich? Da. Carpenter, da brauchen wir Bronze, Bronze, Bronze und Glas. Das ist ja kein Problem. Das wollte mich eh früher oder später mit den Bienen beschäftigen. Da haben wir uns auch damit eine Farm bauen können. Also brauchen wir Bronze. Ich glaube, Bronze hatte ich ja uns schon in unseren eingespeichert. Bronze. Ja, Hammer. Nehmen wir gleich mal ein bisschen mit. Dann nehmen wir eine Chest. Nehmen wir eine Gold Chest, weil wir es können. Und was braucht man noch? Ein Crafting Table. Dann nehmen wir uns ein paar Planks mit. Wollt eh ein bisschen mehr. Da habe ich ja schon ein bisschen was vorbereitet. Hier haben wir uns einen kleinen Aufgang. Hier werden wir im Livestream machen. Höchstwahrscheinlich dann den Reaktor und die Batterie, die hier Eric, auch Flying Crafter genannt, schon gemacht hat. Allerdings auf Maximum Size, das heißt, das ist immer noch eine kleine Batterie. Allerdings muss ich selber nochmal ganz genau gucken, wie die Maximalgröße ist, von der Höhe und Breite und Tiefe, um halt Maximum zu machen. Und von dem Big Reactor machen wir auch Maximum. Und ja, das ist hier, so wie er es gemacht hat, ist rein theoretisch gesehen etwas ineffektiv, weil, keine Ahnung, hätte er es 5x5 gemacht, ne, 7x7, hätte er nämlich 5 Ringe tun können. Und mit Graphit ist es noch besser, kühlt besser, als wie fließendes Wasser, das kühlt nicht so. Und bei der Batterie ist gleicher, da muss ich jetzt, ist jetzt keine, ist bloß hier mal als am Rande, die quasi zwischen denen jeweils immer einmal solches Platz lassen für das Moltens, ich komme nicht drauf, Erz in der Kiste da drüben getan, ach, ich kann mir das nie aussprechen. Nein, hier das Bucket of Sulfurus Acid. Das muss nämlich quasi, die Elektrode muss Kontakt haben auf allen vier Seiten, dann ist es am effektivsten. So, aber jetzt nicht damit beschäftigen, wir wollen mit Carpenter was machen, mit Forestry for Minecraft. Da habe ich hier drüben schon wieder was vorbereitet, ich fliege, ich habe hier extra einen schönen Weg angelegt. Hier tun wir uns nämlich gerade noch ein paar Bienen machen. Die werde ich dann mal noch offscreen vielleicht nicht, sondern mal eher demnächst hier werden wir uns dann ein anderes Bienenhaus hinsetzen, was wir mit Engines und so bepowern können. Okay, aber trotzdem. Wie schon gesagt, wir machen uns erstmal die Chest hin. Ballern wir mal das Bronze rein, dann machen wir uns mal ein Crafting Table. Stellen wir mal daneben. Hier drumherum wird alles nach und nach ausbauen. Noch ein Plan für später, vielleicht für einen Livestream, machen wir zumindest anfangen können, dass wir hier alles aus Erde machen für Bienen. Eine riesige Bienenplantage. Das muss was werden. Okay, aber jetzt müssen wir mit den Carpenters anfangen. Denn da ist eine etwas längere Mod und großzügigere zeittechnisch gesehen. So, wir brauchen Bronze. Bronze. Gib uns Bronze. So, dann machen wir uns mal so ein Casing. Sturdy Casing, ist ja kein Problem. Allerdings brauchen wir jetzt noch Glas. Habe ich natürlich total vergessen. Glas. Glas. Ballern wir auch mal hier rein. Eins Deck lassen wir im Inventar. So. Okay, das war dann so. Ich dächte so. Ich glaube aber eher mal wieder nicht. Carpenter, genau andersrum. Es braucht nur 2 Glas und Rest Bronze. Und da haben wir jetzt schon den Carpenter. Und der braucht Strom. EMC. Ne, EMC. RF. Und er wird bepowert. Also er braucht keinen Biotreibstoff. Es gibt hier drinne Engines, die natürlich mit Biotreibstoff laufen. Der läuft mit Peat-Fired Engine. Dann haben wir hier die Biogasanlage. Hier hätten wir den Biogenerator. Clockwork Engine, keine Ahnung wie die geht. Und dann haben wir hier noch ein paar weitere. Dann hier hätten wir noch eine Electrical Engine.
wie kriegt man das? Ah, da bräuchte man die Booby Queen. Aha. Okay, nur mal kurz illern. Und wie man sieht, haben wir hier viele Bienen. Und ja, war ich schon mal ein bisschen unterwegs, habe mal versucht, ein paar Bienen ranzuholen. Ich habe ein paar gefunden. Ich habe. Was haben wir denn jetzt? Einfach mal hier kurz. Princess eintipsen. Ich habe die Wintry, die können wir hier allerdings nicht anbauen, weil es hier zu warm ist. Ich habe noch die Forest, die können wir anbauen. Meadow. Und die Modest. Die können wir, glaube ich, auch nicht anbauen, es sei denn, wir machen hier ein bisschen Sand hin. Und auf jeden Fall müssten wir hier hinten irgendwo vielleicht noch eine Marschi haben, also eine vom Sumpfgebiet. Vielleicht finden wir eine auf die Schnelle. Ich denke aber mal eher nicht. Das wäre es. Ich glaube, das habe ich ja schon abgesucht gehabt. Ich dachte, das habe ich ja schon abgesucht. Ja, da war ja was. Das war alles schon vorbei. Gut. Nichtsdestotrotz, dann können wir uns ja mal im Livestream hinsetzen. Oder mal einen Erik losschicken, dass er mal ein paar Bienen holen soll. Okay, aber jetzt wird er mal zum Punkt. Mit den Carpenters können wir bestimmte Sachen machen. Der braucht allerdings Water, Honey, Seed Oil oder Chrysot Öl. Das ist ja kein Problem. Alles kein Problem. Dafür brauchen wir allerdings erstmal Water. Kriegt man das hier? Wo sind die Tin-Teile oder? Immer mal kurz wieder illern. Hier. Ice Can, nein. Water Can. Can. Tin. 3 Tin. Also nehmen wir uns mal wieder mal. Tin. Gehen wir hier mal. Haben wir ja 4K. Und unser schönes Lagersystem. Ha. So, machen wir mal etwas Wasser. Oder braucht man hier schon? Ich weiß jetzt gerade selber nicht. Okay, so viel Wasser wird es nicht. Sind die stackbar? Ja, die sind Gott sei Dank stackbar. So, allerdings ist das ja eine größere Mod. Dann brauchen wir noch einen Sequencer. Das müsste mit hier drüben sein. Eine Zentrifuge bräuchten wir auch noch. Fermenter nicht. Moistener haben wir schon. Sequencer. Tin und Sturdy Casing. Das ist ja kein Problem. Ich mache gleich mal zwei. Man weiß ja nie, ob man für den anderen auch eins braucht. Für die Zentrifuge. Ja, und dann brauchen wir noch Copper. Und wir gehen mal schnell schlafen. Ich habe zwar vieles ausgelöscht, aber nicht alles. Viel, aber nicht alles. Und vielleicht bleiben auch mal die Fackeln stehen und verschwinden nicht per Geisterhand. Gut, die könnt ihr auch schnell Zero Restart komplett verschwunden sein, weil das war ja alles weg. Und ja, ich habe hier mal die Löcher gestopft. Ja, okay. Können wir alles im Livestream bequatschen. Muss jetzt nicht gerade in der Folge sein. So, wir brauchten noch Copper. Copper. Wir haben noch einen Stack Copper. Nehmen raus. Ist weg, ist meins. So. So, wir wollten jetzt den Carpenthammer, Zentrifuge bauen mit Copper und Glas. Das andere war mit Tin. So, hier können wir einen Tin wieder wegnehmen. Too much. So, haben wir unseren Sequencer und jetzt machen wir noch mit Copper. Da haben wir eine Zentrifuge. So, müssen wir schon mal gucken, wie man die, ob man die so anschließen kann. So. Ah, da kommt ein Zombie aus dem Wald. Why not? Ist ja ein Dark Forest, stimmt ja. So, allerdings, das kann wieder weg. So, der Sequencer, der macht aus Seeds, also einen stinknormalen Seeds und Öl. Seed Oil. Geht nicht, das machen wir mal. Plus 2,6. Und den Rest können wir uns mit EMC ranholen. Die müssen wir so und so. Und das arbeitet jetzt. Und das gibt pro Seed 10 Seed Oil. Das heißt, es braucht tonnenweise. Da kommt schon wieder ein Creeper an. Down. Allerdings könnte man da drüber nennen Hopper. Können wir jetzt eigentlich gleich mal machen. Habe ich hier, ich müsste eigentlich hier drin einen Hopper haben, sogar 3 Stück, perfekt. Request, dann braucht man eine.
ich komme gerade mal wieder nicht drauf und habe schon Diamond, 6 Diamond Ores mit Silk Touch abgebaut. Kann ich aber, habe ich mir da nur meine Zeit genommen, habe dies alles ein bisschen enchanted gefarmt. Und nein, man kann die Teile nicht, die Spawner nicht über EMC verdoppeln. Darüber ist mir gerade vor uns ein Zombie-Spawner abhanden gekommen. Ich suche eigentlich gerade wieder mal was. Die beiden requesten, ja. Und den. Dann nehmen wir noch Seed. So, perfekt. Ja, haben wir noch alles da drinnen. Hopper, das, das und das. So, der arbeitet hier schön fleißig. Dann machen wir nämlich so. Okay, jetzt muss ich wieder mal springen und so. Ist halt schwer mit der Rüstung. Energy Condenser. Machen wir oben Seeds. Die haben das 16 EMC. Springen wir mal kurz hier drauf. Sneaken. Und den drauf. Und dann müsste das ja hupen. Runterlaufen wie sonst was. Gut, das geht jetzt schon einwandfrei. Das ist eigentlich ganz simpel. Die Zentrifuge, da können wir unsere Coms holen. Nehmen wir mal hier die normalen Honeycombs. 49 Stück haben wir davon. Okay. Da kriegen wir nämlich Honig und so raus. Das tut es das jetzt zentrifugieren. Da kriegt man Wachs raus. Und Honey Drop. Honey Drop brauchen wir auch. Da müsste ich halt mal, müssen wir mal kurz gucken. Just. Nö. Carpenter. Aha. Sequencer. Können wir da drüben auch machen. Da kriegt man Propolis und Honig. Und das brauchen wir für Just. Slimeballs. Brauchen wir aber Pollen. Ah, okay. Aber ich denke mal, wir werden dann eher Pollen brauchen. Sticky Rice, wenn man das nochmal dezent Zentrifuge. Ah, gut zu wissen. Aha. Was war das? Okay, hier muss mich immer noch rein fitzen. Aber auf jeden Fall wird hier jetzt eine tonnenweise Seed Oil produziert. Das ist gut. Die brauchen wir nämlich im Carpenter. So, wir wollten uns ja sozusagen erstmal ein höheres Bienenhaus bauen. Das ist hier das Anfanghaus, Beehaus, das ist ganz simpel. Oakwood, so ein Camp und Slabs. Und wie man an die Coms kommt, das ist auch ganz simpel. Ihr braucht den Scoop. Wenn ich jetzt mal kurz schaue und dann hier. Ist egal, welche Wallblock. Es wird immer weiß, also ihr könnt Farbe nehmen, ist egal. 6 Sticks und ein Wallblock. Ich wollte eigentlich gerade gucken, wie der. So, mit 4 Strings könnt ihr den machen. Kein Problem. Mit Hemp kriegt ihr die auch raus. Das ist auch kein Problem. Silky Wisp. Da braucht ihr den Silky. Tut. Den kriegt ihr aus Silky Comp. Und die kriegt man aus Tropical. Okay, die muss ich noch suchen. Ah, okay. Die können wir die auch züchten. Nö. Ah, okay. Aha, gut. So, wir machen uns jetzt allerdings so eine Apiary. Halt. Und dafür brauchen wir ein imprägniertes Casing. Und dafür brauchen wir Seed Oil. Deswegen müsste man eigentlich jetzt schon einen über einen Eimer haben. Das ist wunderbar. Haben wir hier Buckets drin. Müssten wir. Sogar wunderbar. Ich denke mal, es ging mit dem Eimer. So, da haben wir ein Seed Oil Bucket. Wunderbar. Jetzt haben wir den hier drinnen. Jetzt brauchen wir natürlich noch Holz. Das habe ich natürlich auch schon geholt. Haben ein paar ein bisschen Farmen. Mittel Dark Oakwood. Schaffen wir, das geht mit denen. Das ist jetzt wieder mal was Neues. Ausprobieren. So. Jetzt wird das hier eingelegt. Plus mit rechts sieht, er braucht plus 1. So. Jetzt steht es hier. Es wird aber noch nicht produziert, weil es braucht dieses Holz. Wir brauchen erstmal nur ein. Und jetzt arbeitet es. Und es verbraucht 250 Millibuckets an Öl. Seedöl. Ganz simpel. Simpel Pimpel. Und das könnte man natürlich noch mit einem
Ja, mit einem Wooden Fluid Pipe hier rüberleiten automatisch. Da brauche ich mal aber mehr Carpenter, noch ein paar Sequencizer und mir juckt gerade mal das Ohr, also Augenblick. Ist doch schlimm, wenn das Ohr juckt. So, wird das alles rücken? Perfekt. So, da haben wir das jetzt auch schon erledigt. Hier wird automatisch Seed Oil hergestellt. Hier sammelt sich Seeds. Hier ist nichts. Und hier haben wir schon 39 Honey Drops und Beeswax. Und aus Bienenwachs kann man natürlich auch Fackeln machen. Just, da kriegt man drei raus. Ist zwar nicht viel, allerdings auch nicht wenig. Okay, da haben wir das mal weg. Honey Drop. So, und jetzt machen wir unser Apiary. Dafür brauchen wir halt das imprägnierte Casing. Da brauchen wir noch ein paar Wood Planks. Da könnt ihr jedes Holz nehmen. So, und hier haben wir unseren imprägnierten. Dann machen wir uns mal schnell ein paar Slabs. So, hier Holz drum und dann das. Und da haben wir schon eine Apiary. Das ist doch mal schick. Schick, schick. Okay, jetzt muss ich mir nochmal überlegen. Eigentlich wäre es gut, wenn das hier doch schon soweit wäre. Allerdings machen wir es erstmal hier kurz. Also brauchen wir eine Redstone Engine. Eine Wooden Transport Pipe. Eine normale, keine Advanced. Dann brauchen wir Golden Transport Pipes. Eigentlich noch Diamond. Mal gucken, haben wir die normalen drinne. Diamond Transport Pipes, da braucht man eigentlich nur eins. Wegen rotieren lassen. Und dann können wir sozusagen, wir machen es erstmal ganz simpel hier hin. Setzen das dann vielleicht im Livestream hier drüben alles hin. Das können wir ja dann in der nächsten Folge schon mal anfangen. Wir brauchen allerdings noch eine. Okay. Black Hole Chest, wir brauchten Obsidianblöcke, ein paar Diamantblöcke, zwei Stück und eine normale Truhe. Dass ich das vielleicht jetzt noch hinkriege. Eine normale Truhe. Und warum fliege ich wegen unserer Crafting Table hier hin? Ich habe da oben eine. Ich weiß es nicht. Manchmal löb. Und sub sub. Black Hole Chest. Wunderbar. Und wir müssen ja eh gleich noch einen Hopper holen. Okay. Ja, jetzt stellen wir erstmal die Apiary auf. So. Jetzt gucken wir mal ganz kurz ins normale Bienenhaus, wie das aussieht. Sieht fast gleich aus. Allerdings. So, machen wir mal ganz kurz so. Und so, nehmen wir uns mal die Bienen mit. Die Princess brauchen wir ja eh immer mal wieder. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Wir haben hier noch so eine Spalte. Und das ist natürlich für die, wenn ich sie jetzt auf Anhieb finde, für solche Fänger. Oder, na, hier. Frames. Die kann man gut mit EMC herstellen. Okay, das ist gut. Das gefällt mir. Zumindest die normalen. Da brauchen wir Sticks und Strings. Okay, ich will jetzt nicht so viel in der Länge ziehen. Wir brauchen da bestimmt mehr Hopper. Okay. Ich mach's jetzt mal schnell hier drüber. Hopper. So, dann kam die von vorne dran. Ja. Kann man vorne dran machen. Hier mache ich mal eher dahin. Ist jetzt bloß mal so provisorisch. Die Redstone Engine, da bräuchte man noch einen Lever. Lever. Und ich habe total verpeilt, die Musik anzumachen. Verdammt. Ah, gut, ich habe aber auch gut gequatscht jetzt. So. Okay, jetzt nehmen wir uns die Diamond Pipe. Die tut's quasi routen. Da tun wir uns nämlich bloß die Coms raus. Jetzt brauchen wir die Golden. Machen aber vorher mal schnell die Black Hole Chest oben drauf. Weil es kann ja sein, dass ich immer tonnenweise Princess jetzt ansammeln. Zack, zack, zack. So, da haben wir das hier verbunden. Dann tun wir hier. Rot kommt die Comms raus. Wir brauchen allerdings jetzt schnell noch einen Ender Chest.
So, die Folge wird mal wieder über 20 Minuten lang, typisch. So, allerdings, hierin. So, dann müssen wir einstellen. Weiß. Müssen. Meadow. Und Princess. Vielleicht mache ich sogar mal noch einen separaten. Separaten Hopper für die Bienen. Für die Queens, weil die brauchen ja eigentlich bloß. Mal gucken, ja, okay, machen wir es über auf grün. Die noch Queens oder Princess. So, und dann passt das. Und auf rot muss natürlich Honeycomb. Und dann können wir die hier rein. Zack und zack. Und in der nächsten Folge machen wir dann den Frame. Und dann sage ich mal hier an der Stelle, danke fürs Zuschauen, hat es euch gefallen. Kommentiert, abonniert und wenn ihr wollt, liked es. In dem Sinne, haut rein und bis demnächst.